Noch hat Samsung das Galaxy S7 nicht offiziell vorgestellt. Doch die Präsentation steht kurz bevor. Welche Form und Features das nächste Flaggschiff haben wird? Wir haben alle Infos zusammengetragen. Die Größe ist noch nicht in Stein gemeißelt. Es scheint aber relativ sicher zu sein, dass das Basismodell ein 5,2 Zoll großes Display erhält und damit ein klein wenig größer als das Galaxy S6 ausfallen würde. Andere Meldungen vermuten sogar ein 5,7 Zoll Display. Mit dem hauseigenen Exynos-Prozessor im S6 hat Samsung einen Chip gebaut, der die Konkurrenz eifersüchtig auf das Smartphone schauen ließ. Es wäre also nur logisch, wenn Samsung an der Hardware aus eigener Produktion beim S7 festhält. Andererseits produziert Samsung den Snapdragon 820 für Qualcomm und könnte dann auch gleich diesen Prozessor für sein Flaggschiff nehmen. Beim S6 hat Samsung erstmals auf einen MicroSD-Kartenslot verzichtet und dafür viel Kritik einstecken müssen. Daher könnte beim S7 diese Erweiterung ihre Wiederauferstehung feiern. Bessere Chancen räumen wir aber einem größeren Akku ein. Der Akku des S7 soll nämlich angeblich 3000 mAh besitzen. Das aktuelle S6 verfügt übrigens nur über 2550 mAh. Darüber hinaus steht der Abschied von Micro-USB an. Das S7 soll deshalb über einen USB-Typ-C-Anschluss verfügen. Völlig außer Frage steht, dass auf dem neuen Galaxy Android 6.0 Marshmallow laufen wird. Natürlich kommt dabei nicht die Stock-Version zum Einsatz, sondern wahrscheinlich wieder die stark angepasste Nutzeroberfläche TouchWiz. Die Verkaufszahlen der letzten Galaxy S6-Varianten sehen gut aus. Samsung hält offensichtlich an den vielen Modellvarianten fest. Es wird also vermutlich wieder ein S7, ein S7 Edge und ein S7 Edge Plus geben. Dass es eine Dual-SIM-Variante geben wird, ist nicht unmöglich. In der Vergangenheit haben mehrere Hersteller bereits ihre Flaggschiffe mit zwei SIM-Karten ausgestattet, allerdings in der Regel für den asiatischen Markt. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass wir das Feature auch in Deutschland sehen werden. Wenn ein Hersteller eine neue Funktion oder eine neue Technik einführt, die sich bewährt, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Unternehmen ihre Smartphones ebenfalls damit ausstatten. Also verwundert es kaum, dass Samsung an einer Fotofunktion arbeitet, die Apples Live-Fotos ähnelt. Samsung kümmert sich offensichtlich auch um neues Zubehör für sein nächstes Flaggschiff. So sind zum Beispiel neue Infos zu LED-Viewcover durchgesickert, die für das S7 und S7 Edge passen könnten. Am Gehäuse wird es aber im Vergleich zum Vorgänger nur wenige Änderungen geben. Zwischendurch war im Gespräch, dass das S7 wie schon das S5 wasserdicht sein könnte. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Samsung nicht nur die Live-Fotos, sondern auch 3D-Touch bzw. Force-Touch von Huawei für das S7 adaptieren könnte. Nur bei den Preisen wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Das Galaxy S7 und seine Varianten dürften zum Start die gleiche unverbindliche Preisempfehlung erhalten wie das Galaxy S6. Das günstigste Modell kostet demnach knapp 700 Euro. Aber mit der Zeit wird auch dieser Preis sinken. Nach knapp einem Jahr verkaufen einige Hersteller das S6 bereits für um die 400 Euro.